Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, ist auch immer wieder heiß diskutiert, Muskelaufbau und Krafttraining. Muskelaufbau, Krafttraining ist doch das Gleiche. Ja, denkt man im Allgemeinen so, dass Muskelaufbau und Krafttraining das Gleiche ist. Man geht tatsächlich trainieren und somit hat man eigentlich einen gleichen Nährboden. Das heißt, man bewegt tatsächlich Gewichte, aber Krafttraining, das Krafttraining im herkömmlichen Sinn, ist natürlich ein etwas anderes Training wie das muskelaufbauende Training. Das Krafttraining ist ein Training, wo man mit einer, zweier Wiederholung, dreier, vierer bis zu fünfer Wiederholungen arbeitet. Und das Hypertrophietraining geht eher so ab 6 Wiederholungen los und geht nach oben bis 10, 12 Wiederholungen. Über 12 bis 15, circa 15 Wiederholungen sind im Kraftausdauertraining. Also, Krafttraining unterscheidet sich einmal natürlich ganz klar vom Hypertrophietraining im Bereich, dass man hier eine andere Belastungszeit hat. Bedingt durch die niedrige Wiederholungszahl befindet man sich natürlich, je nachdem wie viel Wiederholung macht, 4, 5, maximal 5 Wiederholungen im Zeitfenster von 15 maximal, aber wirklich oberste Grenze, vielleicht maximal 20, selbst ist schon zu viel zu hoch. In der Regel, wenn man 2er, 3er, 4er Wiederholung macht, hat man ein Zeitfenster von 10, 12 Sekunden. Das heißt natürlich, dass ich mit einer niedrigen Wiederholungszahl mich in einem ganz anderen Reizzeitfenster befinde und somit ist natürlich hier vom Muskel ein ganz anderer Reiz, der verarbeitet werden muss. Im Hypertrophietrainingsbereich bin ich über 20 Sekunden, optimalerweise zwischen 30, circa 40 Sekunden. Man könnte natürlich jetzt auch noch ins Genaue gehen, 42,87 Sekunden. Aber geht mal grob davon aus, zwischen 30 und zwischen 40 Sekunden, vielleicht nur einen Tick mehr, befindet ihr euch eher im Reizzeitfenster für die Hypertrophie, für den Muskelaufbau. Ganz klar, wenn ihr mal im Fitnessstudio mal umschaut, dann werdet ihr feststellen, dass ein großer Anteil aller Trainierenden eigentlich überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die Reizzeit. Das heißt, in der Regel die meisten trainieren für die Hypertrophie, für das schöne Aussehen, für den tollen Körper, für den tollen Bizeps. Ja, aber was machen sie? Sie machen 8 Wiederholungen, 9 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, das ist das meiste, was man sieht, sind 8 Wiederholungen und machen die in 15, 16, 17, 18 Sekunden. Bam, bam, bam. So ist eigentlich die Frage. Warum werden hier die Parameter nicht eingehalten? Warum nimmt man da keine Rücksicht? Ich glaube, oft ist natürlich auch so, dass die meisten sich darüber, was das Reizzeitfenster anbrifft, überhaupt keine Gedanken machen. Und deswegen ist ganz gut, wenn man das weiß und das natürlich auch ein Stück weit in seine Trainingsplanung einfließen lässt, dass man natürlich ganz klar im Maximalkrafttraining mit niedrigen Wiederholungszahlen arbeitet, dass man hier natürlich eben ein kleines Reizzeitfenster hat und dass man im Hypertrophietrainingsbereich eben die andere Wiederholungszahl nutzt und natürlich auch schaut, dass man ungefähr in diesem Reizzeitfenster landet. Und schon hat man natürlich einen Erfolgsprozent. Ich garantiere euch, wenn ihr bis dato noch nicht auf das Reizzeitfenster geachtet habt, dann werdet ihr, wenn ihr umstellt und euch aufs Reizzeitfenster konzentriert, zum Beispiel Hypertrophie, dass er zwischen 30 und 40 Sekunden circa liegt, werdet ihr feststellen, ihr habt wieder einen Fortschritt. Ihr werdet auf einmal wieder Fortschritte haben im Muskelvolumen. Mit Sicherheit nicht in der Belastung, das heißt in der Kilogrammbelastung. Da kann es sein, dass ihr natürlich am Anfang sogar Rückschritte macht. Warum? Weil euer Muskel es gar nicht kennt, so lange unter Spannung zu bleiben. Deswegen ist manchmal auch der Spruch ganz klar und natürlich auch plausibel, manchmal muss man einen Schritt nach hinten gehen, um zwei Schritte nach vorne zu kommen. Deswegen ein Tipp von mir, achtet auf das Reizzeitfenster und ganz wichtig, ihr könnt auch gerne mal, so plant man in der Regel natürlich auch eine Trainingsplanung, dass man irgendwann natürlich auch mal eine Maximalkrafttrainingseinheit einlegt. In der Regel stelle ich selber fest, manchmal befinde ich mich auf einem Plateau, es geht nicht mehr weiter, ich komme nicht mehr vorwärts, mein Muskelvolumen bleibt auf der Strecke, meine Belastungsgebiete bleiben gleich, dann machen wir immer schön so weiter und wundern uns, dass nichts mehr passiert. Guter Tipp, macht man eine Maximalkrafttrainingseinheit. So, 3, 4, 5, 6 Wochen trainiert man eine Maximalkraft, niedrige Wiederholungszahl, macht etwas längere Pausen zwischen den einzelnen Sätzen, arbeitet nur mit Grundübungen und dann geht er nach 4, 5, 6 Wochen gehen über mit dem Hypertrophietraining, stellt fest, wow, ich kann jetzt auf einmal mit etwas größeren Gewichten in der Hypertrophie arbeiten, mit höheren Wiederholungszahlen 6, 8, 10, 12 und kann sogar mit höheren Gewichten diese Reizzeit von minus 30, 40 Sekunden sogar ausreizen und schon habt ihr wieder einen Fortschritt. Also, das war's schon zum Thema, macht euch mal Gedanken über Maximalkrafttraining, welches Reizzeitfenster, übertriebenes Reizzeitfenster und schon habt ihr vielleicht die Möglichkeit, euer Training wieder zu optimieren. Das war's, Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness, deine Maximalkraft, deine Hypertrophie, meine Aufgabe.